möchte jetzt bitte den stellvertretenden Geschäftsführer des Deutschen Handverbandes auf die Bühne bitten, nämlich Florian Rister. Liegeleister seid eigentlich schon immer und ich übergebe das Mikro an dich. Jo, danke Chrissy. Hallo Handparade, geht's euch gut? Yeah. Sehr schön, mir geht's auch gut. Ich genieße es jedes Jahr tierisch, hier mit euch zu sein, mit 1000 Leuten durch Berlin zu laufen, für die Legalisierung zu werben und Joints zu rauchen dabei. Ist großartig. Danke, dass ihr dabei seid. Ohne euch wäre das nichts. Ich habe dieses Jahr ganz viele Flyer verteilt am Rande der Demo an Passanten und habe dabei ganz viel positives Feedback bekommen. Ganz viele Leute, die lächeln, die strahlen, die sich freuen, dass wir das machen, dass wir hier sind, dass wir Hanfblätter zeigen, dass wir gute Musik zeigen, dass wir gute Laune zeigen. Naja, wenn es geht. Ich bin ein bisschen knapp hier. Dankeschön. Und hat da wahnsinnig viel positives Feedback bekommen und es hat mir gezeigt, es ist richtig, dass wir hier sind, es ist wichtig, dass wir hier sind und wir sind in Zeiten des Wandels. Wir sehen, wie die Menschheit sich verändert, wir sehen, wie diese Gesellschaft sich verändert, dass die Menschen immer lockerer damit werden und uns positiv aufnehmen. Das ist schön. Und wenn ich dann so Flyer verteile, dann stehen da natürlich auch immer Leute, die eine Uniform tragen. Und dann biete ich denen auch immer einen Flyer an. Und es ist immer sehr unterhaltsam, die Blicke und die Gespräche, die man dann hat. Und ja, das hat mich in den letzten Jahren immer wieder dazu geführt, dass ich mit Polizisten in Diskussionen kam. Warum kontrolliert ihr hier Konsumenten? Warum kontrolliert ihr Leute, die einen Joint rauchen? Das muss doch nicht sein. Spart euch das. Ihr wollt das doch selber eigentlich nicht machen. Das ist keine Arbeit für Polizisten. Und die meisten sagen, ja, du hast recht, wir wollen das eigentlich nicht machen, aber wir müssen das machen, weil Cannabis ist verboten, der Besitz ist verboten, auch der Besitz von einem kleinen Joint mit ein bisschen Cannabis ist verboten. Also müssen wir eingreifen. Es gibt nämlich das Legalitätsprinzip in Deutschland. Ja, wer von euch kennt das Legalitätsprinzip? Eigentlich eine total tolle Sache. Ja? Polizisten dürfen nicht selber entscheiden, ob sie gegen jemanden ermitteln, sondern wenn jemand eine Straftat begeht, müssen sie eingreifen. Immer. Eigentlich super. Ja? Polizisten sollen das nicht selber entscheiden. Aber wir erleben das jetzt bei Cannabis, auch bei geringen Mengen, dass eine Straftat ist. Auch wenn es von den Gerichten eingestellt wird, auch wenn es eigentlich ein Kavaliersdelikt ist in unserer Gesellschaft, ist es formaljuristisch eine Straftat, also müssen Polizeibeamte ermitteln. Mit dieser Ausrede konnten sie sich quasi immer der Diskussion entziehen. Wir waren immer dann am Ende an dem Punkt, okay, ja, klar, kann man nicht ändern, ihr müsst irgendwie eingreifen, sonst macht ihr euch selber strafbar, Strafvereitelung im Amt steht dann im Raum, kann man euch nicht zumuten, also ist die Diskussion zu Ende. Das hat sich jetzt geändert. Seit 10. März 2017 gibt es viele, viele Menschen in Deutschland, die Cannabis auf Rezept beziehen, bei denen Cannabis auf einmal kein Anlage 1 Betäubungsmittel mehr ist, sondern ein Anlage 3 Betäubungsmittel, weil sie es aus der Apotheke bezogen haben, weil es aus einem staatlich kontrollierten Anbau kommt. So, und damit hat sich dieses Problem erheblich gelockert. Wir erleben es dieses Jahr, wir haben es letztes Jahr schon auf der Hanfparade erlebt, Polizisten dürfen jetzt quasi weggucken, was früher auch schon oft passiert ist, aber jetzt dürfen sie langsam weggucken, denn jeder brennende Joint könnte ja ein Anlage 3 Betäubungsmittel sein. Es muss kein Anlage 1 Betäubungsmittel sein. Insofern, das hat sich schon mal geändert. Wir sehen einen Wandel in der Gesellschaft. Es passiert was. Lasst uns diesen Wandel weitertragen. Lasst uns ihn weiter pushen. Ja? Die Welt verändert sich. Kanada, USA, überall. Es ist soweit. Ja? Wir können es machen. Wir können es mitmachen. Und wir werden in 10 Jahren auf diese Zeit zurückblicken und stolz auf uns selbst sein, was wir geschaffen haben. Ja? Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr mitmacht. Genießt den Abend. Genießt die Musik. Und let's legalize it.